gebe das schon zu, ich achte sehr, sehr penibel auf kleinste Details. Und viele sagen mir immer, das ist doch gar nicht wichtig, das macht überhaupt gar keinen Unterschied, ob da jetzt das links oder rechts rum ist, ob das jetzt so oder so ist. Ich finde aber schon, und selbst wenn anderen das nicht gefällt, mir persönlich ist das wichtig. Mir persönlich ist so ein gewisser Qualitätsstandard extrem wichtig. Ich muss das nachher gerne angucken und ich muss nachher auch sehr zufrieden sein mit dem Ergebnis. Und deswegen achte ich halt manchmal echt auf jedes kleine Pünktchen und auf jedes kleine Haar. Das ist so. Auch wenn ich zum Beispiel irgendwelche Produkte kaufe oder anfertigen lasse oder irgend sowas, achte ich auf kleine Haarrisse und ich bezahle keinen Haarriss. Ich meine, ja, ich bezahle 100% und dann will ich auch 100% Qualität haben. Das ist mir dann wichtig. So, jetzt wähle ich mich hier in einen Kongress ein, zu dem ich eingeladen wurde als Sprecher per Zoom. Ja, das ist eigentlich eine ganz gute Frage, weil die meisten Leute gar nicht verstehen, was eine Entscheidung auch im unternehmerischen Kontext eigentlich bedeutet. Vor allem nämlich, wenn du dich für etwas entscheidest, musst du dich gleichzeitig gegen viele andere Dinge entscheiden. Und dazu sind eben viele Menschen gar nicht bereit, weil sie denken, es geht um so kleine Pipifax-Entscheidungen. Aber nein, es geht ja im Leben allgemein, aber insbesondere auch im Unternehmertum, um echt harte Entscheidungen teilweise, die du im Vorhinein für deinen Erfolgsweg ja schon treffen musst. Bist du bereit, eben Beziehungen zu opfern oder deine Freizeit sowieso zu opfern und eben dich zu konzentrieren und nicht mehr alles Mögliche zu tun, zu machen und so weiter, eben nicht mehr jedem Freund beim Umzug zu helfen und bla 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 bla. Es geht um wirkliche, echte Entscheidungen, die teilweise auch wehtun. Ja? Also wenn du einen Börsengang machst, dann bist du bestimmt nicht auf dem Kindergeburtstag oder auf der Einschulung von irgendeinem deiner Kinder oder ähnlichem. Aber das sind ja Entscheidungen, die kannst du ja nicht erst im Katastrophenfall treffen, sondern da musst du dir ja schon vorher Gedanken drüber machen, ob du überhaupt bereit bist, diesen Weg zu gehen. Weil so viele Leute scheitern, wir haben es jetzt gerade auch bei unserer Familienministerin gesehen, das funktioniert einfach nicht, wenn man 1000 Sachen irgendwie machen will und dann auch noch ein bisschen Ministerin spielen will oder sowas. Und so ist es bei Unternehmer auch, ja. Also wenn du da große Sachen entschieben willst, dann muss man sich im Vorhinein schon bewusst sein, dass es auch einen sehr hohen Preis kostet. Urlaubszeit. Es ist gerade jetzt schon Urlaubszeit. Ich war völlig überrascht davon, dass ich jetzt ständig irgendwelche Nachrichten und E-Mails bekomme und so weiter, dass die Leute im Urlaub sind und deswegen jetzt nicht erreichbar sind und deswegen keine Termine gemacht werden können und all solche Sachen. Und irgendwie auch gefühlt fliegen jetzt alle nach Mallorca. Also ich weiß gar nicht, pro Tag 100 Maschinen in Deutschland fliegen jetzt schon nach Mallorca. Ich weiß gar nicht, wie das Ostern sein soll. Das ist ja total krass. Ich persönlich bin ja nie ein Urlaubstyp gewesen. Ich habe da gar keinen Bock drauf. Es macht mir keinen Spaß, von der Arbeit fern zu sein. Es gibt ja so eine Strophe bei einem US-Rapper, der aber schon gestorben ist, der gesagt hat, du weißt erst, ob du es liebst, wenn du es im Überfluss hast. Und ich denke so, wenn ich tagsüber arbeite und mit unseren Medien zu tun habe, und dann denke ich immer so, ich kann da eigentlich gar nicht genug von bekommen. Und deswegen will ich da auch keinen Urlaub von haben. Aber gibt scheinbar doch wirklich ganz, ganz viele Leute. Klar, von den Angestellten erwartet man es eh, weil, ne, das ist klar, dass die Urlaub brauchen. Aber auch so von Selbstständigen und so weiter, ne, dass die Selbstständigen alle reihenweise auch weg sind und keinen Bock mehr haben und so weiter. Das ist natürlich schade, traurig zu hören. Aber für mich war das nie was.
Wir sind jetzt im Studio Hamburg, sind jetzt rübergefahren zum Atelier. Also hier sind ja auch die Studios von Kai Pflaume und so weiter, aber hier sind auch die Ateliers, wo die Studiosets gebaut werden. Und wir haben jetzt auch was bauen lassen für Frankfurt. Und da will ich mich nochmal überzeugen, dass die Farbe richtig ist, dass das Gewicht richtig ist, dass die Höhe richtig ist und dass der Logo-Aufdruck genau die richtige Farbe hat. Weil da gibt es bei Druckverfahren immer Unterschiede und da wollte ich mich jetzt noch mal lieber persönlich überzeugen. Jetzt haben wir uns mal eben ganz kurz die Pulte angeschaut, die eben für das Börsenparkett bestimmt sind. Sie sind sehr, sehr gut geworden, vor allem leicht. Das war wichtig. Das war die Aufgabenstellung, dass sie möglichst leicht auch transportabel sind. Und das haben sie gut gemacht, haben auch ein gutes Material gewählt.